einer Zeit, in der Scherin dem Untergang geweiht ist, wo das Böse dem Guten überwiegt, wo all jene Hoffnung bereits in weite Ferne gerückt ist. Erwachen die alten Antike, die Erbauer Scherins. Das, was ihnen am heiligsten ist, vor dem Untergang zu bewahren und das Gute Scherins wieder zum Strahlen zu bringen. Nachdem ihr Werk getan und der neue König gewählt worden ist, verschwinden die Erbauer ohne eine Nachricht den Bewohnern des glorreichen Scherins zu überbringen. Niemand, nicht einmal die weisesten Menschen von Scherin, können sagen, was die Erbauer sind und woher sie kommen. Doch eins sei sicher, nur Götter besitzen solche Kräfte, wie sie es tun. Und wären sie nicht gewesen, das Schicksal Scherins wäre ungewiss.